So, Leute. Der Hotelgast war sehr unfreundlich, muss ich schon sagen. Ich brauche noch ein paar Schilder. Habe ich denn überhaupt noch genug Holz oder so? Fichtenholzbretter, ja, das war alles nicht so mehr so viel hier. Nicht mehr viel. Muss ich noch Holz schlagen oder was? Gefällt mir jetzt gar nicht. Ich brauche jetzt mehr als bei der Kopie, weil ich bei der Kopie... So, was brauche ich denn noch? Ich brauche noch hier ein bisschen Wolle, um den Fußboden da auszukleistern. Und vielleicht hat er mir auch Pflasterstein. Mal gucken, was da für Schaden entstanden ist, Herr Creeper. Ich bin auch nicht durch die Tür so schnell durchgekommen. Oh, das ist hier durchgebrochen bis unten hin. Creeper hat ein richtiges Loch in den Boden gesprengt. Glas ist im Eimer, die Tür ist im Eimer. Nee. Okay. Das mit den Farben mache ich dann später. Das kriege ich mal später. Ich muss ja dann auch hier machen wir das erstmal provisorisch. So, was hat er hier mir noch weggesprengt? Den Computer. Okay, hier ist das Glas im Eimer. Ach, das war ein Gemälde. Ja gut, das war ja der Computer, richtig. Den wollte ich ja eh abändern. Also tun wir das Gemälde erstmal irgendwo an die Wand. Er müsste mir hier auch die Klappstufen... Ne, da hatte ich gar keine dran, ne? Oder? Ich habe gar keine Ahnung. So, hat er mir hier auch noch was weggehauen? Ne, aber das Glas hier. Und hier den... Das Fichtenholz. Gut, dann holen wir uns erst noch mal ein bisschen Holz. Weil wir Holz brauchen. Für diese Schilder da. Diese fliegenden Felsen dahin. So, na, ich hoffe, dass wir das in dieser Aufnahme noch schaffen mit den Schafen. Würde mich ärgern, wenn das nicht so wäre. So, noch einmal hier dieses Ding abklopfen. Ich glaube, da haben wir genug. Holz erstmal für die Bretter und für die Schilder, besser gesagt. Nicht Bretter, so. Schilder, da brauche ich ja noch eine Werkbank dafür, genau. Den Rest hätte ich auch so machen können. So, hier kommt dann also, wie gesagt, das Haupthaus hin und hier unten drunter ist dann das Schafsgehege. Ja, hier unten waren ja auch Werkbänke, genau, in den Zimmern. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich überall wohin gepackt habe. Da, Werkbank, okay, dann machen wir mal hier Fichtenholz. Ja, sollte eigentlich ausreichen. Es waren ja nicht mehr so arg viele. Und das sollte mit diesen 16 Dingern reichen. Wenn nicht, habe ich Pech gehabt. So, hier kommen die Schafe hoch. Naja, das reicht allemal. Ich war ja schon fast unten. Naja, fast unten ist übertrieben, aber es ist nicht mehr so weit.
So, ein Schild. Noch ein Schild. Schild. Ein Schildbürgerstreich wird das hier. Na, hoffentlich nicht so. Hier haben wir ein bisschen einen mehr Platz gelassen. Und hier könnte es sein, dass das nicht hoch genug ist. Dass die Schafe hier rübergetrieben werden. Das müssen wir mal sehen. So, das sind da drunter. Na, wird doch knapp. Noch 6. Das kommt gerade hin wahrscheinlich. Ja, du Huhn. Ich wollte, ich wäre ein Huhn. Ich hätte nicht viel zu tun. Schlägt er jeden Tag ein Ei. Und sonntags hätte ich frei. So. Jetzt geht's zurück und jetzt wird Wasser eingefüllt. Ihr seht ja selber, wie ich das hier baue. Ich meine, wenn ihr da ein Tutorial haben wollt hierfür, braucht ihr eigentlich nur genau hingucken, was ich hier mache. Oder bei Porkchop Media gucken. Die haben ja auch mal so eine, sagte ich ja schon, so eine Rolltreppenfolge gemacht, ne? Treppen und irgend so ein Zeug. Ich weiß nicht genau, wie die Folge heißt. Ich gucke da nochmal nach und werde es dann verlinken. So, da wird man nämlich dann hier automatisch nach oben geführt. Da kann man auch zum Beispiel natürlich irgendwelche Sachen hochtransportieren lassen, wie zum Beispiel irgendwelche Gegenstände. Ich glaube, das fließt dann da auch hoch. Tiere auf jeden Fall. So, man schluckt neben hier. Damit die Kehle wieder ein bisschen flüssiger wird. Die Stimme etwas flüssiger wird. So. So, die Schilder. Hier fließt also das Wasser sozusagen jetzt, wenn es von hier losfließt. Hier runter fließt es nicht, weil ja hier diese Halbstufe ist. Nach hinten fließt es nicht, weil da das Schild ist. Es fließt nach vorne. Es fließt bis zur Halbstufe. Punkt. Und aber hier die Lücke, die wird durch einen Sog nach oben verbunden. Na, wenn ihr das mal, ist ein bisschen Arbeit. Aber ihr werdet sehen, wie schön das. Guck mal, ich komme da schon kaum heraus hier aus dem Sog. Geschweige denn die Schafe. Noch die zwei hin und dann. Na, ich werde also hier richtig angesaugt. So, dann holen wir uns mal das restliche Wasser. Jetzt gehen wir von unten an hier. Ich glaube, wir müssen dann noch einmal laufen. Ich habe 13 Eimer, das ist mehr, was ich hier noch brauche. So, wir haben hier einen schönen Ausgang. Die Schafe kommen hier nicht raus. Naja, vielleicht kommt ja doch das ein oder andere raus. Aber ist auch egal. So, jetzt mal alles schön wieder einsammeln hier. Oh, jetzt ist doch kein stilles Wasser mehr hier. So. Auf der Karte sieht man das hier auch schön, diesen Kanal, ne, von oben bis unten. Oder es mit Wasser gefüllt. Ich werde dann, wenn ich diese Viecher oben habe, überlege ich noch, ob ich das hier als Rolltreppe lasse für andere Transporte. Aber ich glaube, ich werde dann nachher die ganzen Wasser entfernen. Zumindest die Bretter, die Schilder. Und dann fließt das Wasser ja runter. Das heißt, es wird dann so ein unterirdischer Fluss hier, ne? Irgendwie. Also geht dann in die andere Richtung. Kann man also sehr gut verwenden. Ich werde das also dann nicht abreißen.
habe doch da noch zwei. Ja, genau. Ah, so. Seht ihr, jetzt habe ich hier so einen Eimer. Mal gucken, was passiert jetzt mit dem Eimer. Nee, der hängt da fest. Der wird doch mit hochgetrieben, oder? Gut, jetzt habe ich ihn wieder aufgesammelt. Müsste man dann mal testen, ob da auch diese ganzen... ob Loot oder irgendwelches Viehzeugs da hoch transportiert werden können. So, dann legen wir uns doch nochmal schlafen. Ich meine, ich habe zwar die Monster aus, aber ihr seht ja im Hellen etwas mehr als im Dunkeln. Und dazu werde ich mich mal hier in das nächste Bett legen. Heute haben wir ja in vielen Betten geschlafen. Also, das bezieht sich natürlich nur... da ist es. Das bezieht sich natürlich nur hier auf das Spiel. Ne? Auf die Betten, die hier im Spiel vorhanden sind. Ich bin ja ganz alleine. So, gute Nacht. Bis gleich.